Hallo, hier ist Christoph von TapTech.T und wir sind hier bei Toshiba am Stand und wir schauen uns das neue Toshiba Anchor Mini an. Ein 7 Zoll Windows 8 Tablet, das zu einem Preis ab oder zumindest UVP-Preis von 199 Euro nach Deutschland kommen wird. Der Preis, kann ich mir vorstellen, wird aber relativ bald sinken, denn zum Beispiel in den USA ist das Gerät nur für 190 bzw. 129 Dollar verfügbar. Was das Gerät kann, zeigen wir euch jetzt. Erstmals hier, wir haben ein 7 Zoll Display, kommt aber, ist kein IPS-Display, das heißt, es ist von der Betrachtungswinkel nicht ganz so stabil. Von den Farben her wirkt es, wenn man genau darauf schaut, relativ gut. Wir haben eine Auflösung von 1024x600 Pixeln. Wir haben den Intel Atom Z3735F Prozessor integriert, 1 GB Arbeitsspeicher und 16 GB internen Speicher. Und das ist natürlich interessant, wie viel Speicher überhaupt dem Nutzer übrig bleiben. Wir wissen ja, wir haben quasi ein ähnliches Gerät schon getestet und wir gehen hier einfach mal kurz auf den Desktop, den wir einfach so öffnen werden. Und hier haben wir den Desktop und mal kurz in den Explorer und wir sehen hier schon, wir haben jetzt noch rund 3,82 GB frei, was nicht unbedingt sehr viel ist, aber das ist halt bei 16 GB internen Speicher nicht zu viel übrig. Dafür hat man auf der Oberseite hier ein paar Anschlüsse, unter anderem eben auch einen Micro-SD-Slot, dass man den internen Speicher auch einfach erweitern kann. Ein Micro-USB-Anschluss zum Laden, der sollte auch USB-to-go enabled sein, das heißt, ihr könnt mittels eines Adapters einen USB-Stick anschließen und wir haben den Audio-Anschluss bzw. auch den Lautstärkeregler. Auf der Unterseite befindet sich hier lediglich der Lautsprecher. Und auf der Rückseite haben wir dann eine 2-Megapixel-Kamera und auf der Vorderseite ebenfalls noch eine Kamera. Von der Performance her haben wir zwar nur 1 GB Arbeitsspeicher, aber Toshiba hat das bisher jetzt auch schon bei diesen Prototypen recht gut angepasst. Ihr seht hier, die Performance ist eigentlich recht gut und ich kann das hier auch normal drehen, außer dass jetzt, also dass hier nicht diese komischen Bildflecken entstehen, wie wir das schon bei diesem günstigen Point-of-View-Tablet gesehen haben. Gesamt für einen Preis von 199 Euro wäre das ein bisschen zu viel, denn es fühlt sich auch nicht ganz so hochwertig an, beziehungsweise fühlt sich nicht so gut an, da wir hier ein sehr hartes Plastik oder einen sehr harten Kunststoff haben, der auch etwas geriffelt ist. Dafür kann man sich aber ein nettes Zubehör kaufen. Für 20 Euro gibt es hier so ein Case und das kommt auf der Rückseite mit so einem Soft-Touch-Finish, was sich schon sehr gut anfühlt und man kann das hier auch schön hineingeben. Dann wird das Gerät auch nicht viel dicker. Ihr seht hier, sieht das auch schon ganz kompakt aus. Das Tablet alleine wiegt hier 350 Gramm bzw. ist auch nur 11 mm dünn. Somit wird das Gerät hier auch nicht viel, viel dicker und ist eigentlich trotzdem noch kompakt, wie man es von einem 7 Zoll Gerät kennt. Ja, das war's hier mit dem neuen Toshiba Anchor Mini. Ich bin Christoph von TapTech.de. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.